Gibt es für dich mal irgendwie so eine Situation, wo du selber auch Hand anlegen musstest? Es ist erlaubt, dass wir auf die Extremitäten schlagen, also so Schläge auf Füße oder auf die Arme. Ich habe ja auch oft gesagt, ich bin als Gangster rein, so als Krimineller, und ich bin als Terrorist raus. So, also ich hatte so einen Hass teilweise. Ich habe einen Ausbruch aus einer JVA versucht. Also ich habe versucht, über die Mauer zu kommen. Die Position, in einem Gefängnis zu arbeiten, ist eine sehr gute Position. Man verdient gutes Geld. Was wäre, wenn Österreich beschließen würde, die Todesstrafe einzuführen? Würdest du kündigen? Hey Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Treffen. Mein Name ist Leroy und mit meinen heutigen Gesprächspartnern werfen wir einen Blick hinter die Mauern von Gefängnissen. Ich werde gleich auf Maximilian Pollocks treffen. Er wurde schon in jungen Jahren zum Intensivstraftäter, daher ist die Liste seiner Verbrechen lang. Vor Gericht musste er sich schließlich wegen Drogen- und Waffenhandel, Raub und gefährlicher Körperverletzung behaupten. Seine kriminelle Laufbahn endete schließlich hinter Gittern, wo er fast 10 Jahre seines Lebens verbrachte. Und ich werde auf Dieter treffen. Dieter kennt als Gefängniswärter die andere Seite der Medaille. Und er wird mir heute berichten, wie es ist, seinen Arbeitsalltag zwischen Vergewaltigern und Mördern zu verbringen. Und hier unten seht ihr jetzt wieder die Statistik eingeblendet, wie viele von euch diese Videos zwar schauen, aber den Kanal noch nicht aktiviert haben. Also holt das kurz nach, aktiviert den Kanal und abonniert die Glocke. Und wenn ihr selber mal hier mit dabei sein wollt, dann schreibt mir einfach. Und ich würde sagen, wir legen los. Hallöchen, ihr beiden. Hallo, hallo. Grüß dich. Alles klar soweit? Alles klar. Habt ihr gut hergefunden? Auf jeden Fall. Es wird um ganz verschiedene oder auch gemeinsame Perspektiven in deutschen und österreichischen Gefängnissen gehen. Und wenn es irgendwas gibt, was ihr nicht beantworten wollt, dann sagt das bitte. Aber ich würde sagen, wir legen direkt los. Gerne. Dieter, die erste Frage an dich. Du bist ein Gefängniswärter, habe also, ich das richtig beschrieben? Gefängniswärter ist quasi die alte Bezeichnung, sage ich jetzt mal. Im Prinzip heißt das Justizwachbeamter, das ist so die richtige Ausdrucksweise im Prinzip. Aber die meisten Leute sagen in der Mundart immer noch Gefängniswärter oder nur Wärter oder okay. Schließer. Das ist halt so die umgangssprachliche Form, aber eigentlich heißt es Justizwachbeamter. Was genau musst du da machen? Also schließt auf, wenn die Leute ihre Freistunde haben und dann auf dem Hof dürfen? Also im Prinzip das Aufschließen und Zuschließen der Türe ist natürlich einer der Dreh- und Angelpunkte in unserem Beruf, das ist natürlich klar. Aber es sind halt noch viele andere Aufgaben auch noch dabei. Also wir betreuen auch die Insassen, wir reden mit ihnen, wir versuchen sie anzuleiten bei ihren Aufgaben, weil die Insassen dürfen ja auch arbeiten gehen in dem Gefängnis, beziehungsweise sie müssen arbeiten gehen, wenn sie können. Mit was für Menschen hast du da zu tun? Nachdem ich in einem Untersuchungsgefängnis arbeite, kommen wir zuerst mal mit allen neuen Leuten in Kontakt, die erstmal eingeliefert werden. Und das kann, wie gesagt, alles sein. Also das kann sein, dass der gerade versucht hat, ein Haus anzuzünden. Das kann sein, dass der gerade sein Kind vergewaltigen wollte. Das kann alles Mögliche sein. Es kann aber auch sein, dass der gerade bei Billa oder Rewe in eurem Fall einfach eine Wodkaflasche mitgehen lassen wollte. Das kann alles sein, wie gesagt. Also das mischt sich dann alles schön durch. Aber wie gesagt, den ersten Schwall bekommen erstmal wir ab. Krass. Also da entstehen auch echt verrückte Bilder direkt, wenn du solche Dinge, solche Delikte aufzählst. Ja. Jetzt habe ich hier rechts neben mir jemanden sitzen, der selber einige Zeit im Gefängnis gesessen hat. Auch eine Flasche Wodka geklaut. Die Flasche Wodka war es nicht. Es war aber auch kein Mord, auch keine Vergewaltigung. Warum saßt du so lange im Gefängnis? Also ich saß 9 Jahre, 8 Monate in Haft, habe 13 Jahre gehabt eigentlich. Bin ein bisschen früh rausgekommen, hauptsächlich für Betäubungsmitteldelikte, Waffendelikte und damit verbundene Körperverletzungen bzw. Raubüberfälle im Milieu aber. Und wo würdest du jetzt selber sagen, ist so der Unterschied zwischen U-Haft und normaler Haft? Oh, da sind viele Unterschiede. Also für den Gefangenen, zum einen der größte Unterschied, glaube ich, für die Menschen an sich sollte sein, du hattest noch keine Verhandlung. Das heißt, du bist unschuldig. So bei mir war zum Beispiel klar, okay, entweder Freispruch oder zweistellig. Also das war klar. Okay, das ist eine große Fallhöhe. Das macht was, das ist eine große Fallhöhe. Und dann hast du aber in derselben Abteilung hast du jemanden, der, wie du es jetzt gesagt hast, eine Flasche Wodka geklaut hat oder vielleicht mit einem falschen 50er irgendwo bezahlt hat. Wie war so dein Verhältnis zu Beamten wie Dieter? Beamte sind der menschliche Arm so dieses Gesetzes, dieses Apparats, der ja in dem Moment mein Gegenspieler ist. Ja. So, das ist so, da kann er nichts dafür. Jetzt gibt es da natürlich Leute, die gehen mit dir menschlich um, die gehen mit dir freundlich um, die gerade in U-Haft vielleicht noch so, ne? Die machen es dir nicht unbedingt schwerer. Habe ich natürlich ein anderes Verhältnis dazu als jemanden, bei dem ich merke, dass er vielleicht einen falschen Beruf gewählt hat, der eigentlich nicht mit Menschen arbeiten will. Wenn du keine Pinguine magst, wieso arbeitest du dann im Zoo?
So, ne? Und so ist es da auch ein bisschen. Wenn du mit Gefangenen nicht klarkommst, wenn du das ablehnst, dass da jemand ist, der Fehler gemacht hat, wenn du dir denkst, wenn du von oben auf den herabschaust, dann bist du im falschen Job. Aber ich finde gerade das ist ja, also da muss ich auch dich mal direkt fragen. Ich finde das unfassbar schwer, die Vorstellung, weil wenn jemand wie Maximilian 13 Jahre erstmal bekommt, dann ist auch klar, das ist kein Kind von Traurigkeit gewesen. Also wie geht man mit jemandem um, der dann beispielsweise mordet oder gemordet hat? Und du hast gerade das Beispiel schon genannt von vergewaltigten Kindern. So, wie springst du mit so jemandem um? Weil ja, wenn du Pinguine nicht magst, dann geh nicht in den Zoo. Aber gleichzeitig, ich finde es trotzdem sehr herausfordernd. Ich versuche immer den Leuten zu helfen und versuche relativ freundlich aufzutreten. Aber wenn es jetzt, sage ich mal, so ist, dass die Insassen zu mir unfreundlich werden, dann bleibe ich natürlich auch nicht freundlich, das ist klar. Aber im Prinzip ist es mir persönlich egal, ob das jetzt ein mutmaßlicher Mörder ist, ein mutmaßlicher Vergewaltiger oder was auch immer. In erster Linie behandle ich die mal alle gleich. Das heißt, für mich ist Mensch Mensch. Die Gefangenen sehen es so nicht. Die Gefangenen machen Abstriche, je nach deiner Tat. Du bist ein Vergewaltiger, ich werde nicht mit dir reden. Im Gegenteil, ich werde sogar vielleicht, also mein altes Ich, hätte sogar versucht, dich zu verletzen. Warum? Ich lehne deine Tat so stark ab, dass mir egal ist, was du für ein Mensch bist. Jetzt hast du auf der anderen Seite den Beamten, der kann das aber nicht tun. Der muss wirklich jeden Gefangenen dort erstmal gleich behandeln. Das geht nicht. Du kannst nicht sagen, ich behandle den schlechter als den, nur aufgrund seiner Anlasstat. Noch dazu in Urhaft, wo man ja nicht mal weiß, ist er schuldig oder nicht. Richtig, ja. Und da, das ist interessant, da sind da sozusagen die Gefangenen, die Intoleranteren. Ja. So. Wenn du schon sagst, okay, also jemand, der Vergewaltigung ist mit das Schlimmste? Kinder sind das Schlimmste, Vergewaltigung kommt direkt danach. Okay, ja, wenn du so jemanden, dann, wenn du weißt, es ist vorgestern passiert und dann ist er zwei Tage später, steht er da vor dir. Jemand, der, sage ich mal, mit Drogen dealt, hat man, glaube ich, eher ein Verständnis als wie jemand, der sein Kind vergewaltigt, sage ich jetzt mal. Hm. Ja, ist, denke ich, auch emotional ganz erklärbar. Ne? So. Genau, genau. Wie würdest du das beschreiben, Maximilian? Gab es für dich oder gibt es für dich auch eine richtige Beziehung zwischen Inhaftierten und den Beamten da vor den Zellen? Also im besten Fall gibt es die. Aber im Haus, die Leute, die meine Zelle kontrolliert haben, die meine Briefe gelesen haben, das sind alles Fragen, wo ich dann auch an dich habe, zu denen hatte ich absolut keine Beziehung. Ich höre es aber jetzt und ich arbeite mittlerweile in Gefängnissen und sehe dort engagierte Beamte, wie viel die machen können, wenn die wollen. Und wie viel die in meinem Fall zum Beispiel kaputt gemacht haben. Ich wünsche mir, dass wirklich dieser Job mit Menschen arbeiten ist, dass es eher eine Art soziale Arbeit ist, als ein reines Bewachen. Da gibt es natürlich ein großes Problem dabei, weil ihr ja auch überwachen müsst. Genau, richtig. Und zum Beispiel, was mein Verhältnis zu Beamten extrem verschlechtert, sind natürlich Haftraumkontrollen. Ja. Was ist eine Haftraumkontrolle? Das habe ich noch nie gehört. Haftraumkontrolle? Du kannst es bestimmt gut erklären. Also Haftraumkontrollen hatte ich schon einige. Das verstehe ich komplett, weil das ist in gewisser Weise ein Eingriff in eure Privatsphäre, könnte man sagen. Ne? Weil ihr habt ja euren Haftraum, da seid ihr vielleicht zu viert drinnen, sage ich jetzt mal, oder zu zweit, zu sechst, egal. Ah, die Zelle, wo der drin wohnt, genau, die Zelle, und alles genau. Seine Sachen drin hat. Genau, wir sind dazu verpflichtet, Haftraumkontrollen durchzuführen. Und da gehen wir eben durch eure Privatsachen durch, machen die Spinde auf, durchsuchen alles. Also da wird wirklich alles durchsucht. Da werden Butterdosen aufgemacht, da werden Kaffeebehälter aufgemacht, durchgeschüttelt, um zu schauen, ob da irgendwas drin ist. Was suchst du da? Im Prinzip suchen wir nach allem, was verboten ist, aber auch nach illegalen Substanzen. Also in erster Linie nach Handys, SIM-Karten, Ladekabeln. Wir suchen nach allem Möglichen, was halt nicht in der Anstalt gehört, logischerweise. Waffen natürlich auch. Waffen natürlich auch, genau. Man kennt es aus Shawshank Redemption, die Verurteilten, da ist ein Loch hinter dem Poster in der Wand ist, wo der andere 14 Jahre. Sowas wird natürlich auch gesucht. Genau, richtig. Mir ist klar, wieder, das ist kein Urlaub, wir sind im Gefängnis, die Leute haben alle etwas getan. Jetzt kann man aber so eine Haftraumkontrolle auf verschiedene Arten durchführen. Richtig. Es gibt Beamte, und das sind dann auch die, gegen die du so einen Hass entwickelst, wenn du drin bist. Wenn du weißt, der zerlegt dir jetzt die Zelle in einem regelmäßigen Abstand auf eine extrem unangenehme Art. Und einmal so eine Kontrolle, ich habe in dem hunderte solche Kontrolle in meinem Leben erlebt. Und ich mache auf und jetzt sitzt der mit Schuhen so ein bisschen so im Schneidersitz so auf meinem Bett und hat meine alten Fotos so vor sich auf dem Bett ausgebreitet. Was ich super gruselig finde, auch du sagst, du wirst sofort wissen, das ist kein normales Verhalten. Also. Das wollte ich gerade sagen, das ist kein normales Verhalten. Das ist kein normales Verhalten. Und dann gucke ich ihn an und sage, okay, geht's? Also kann ich Ihnen helfen? Warten Sie bitte draußen.
Und dann machst du die Tür zu und du weißt, der guckt gerade deine Ex-Freundin an, deine Mutter an, deine, und sowas, das macht was mit dir. Und jetzt wieder, ich habe viel Mist gemacht, bei mir ist es noch gerechtfertigt wegen mir, aber da sitzen auch Leute, bei denen es eigentlich nicht sein muss. Ich kann nur jetzt von meinem Gefängnis natürlich reden, bei uns passiert sowas natürlich jetzt nicht, ne? Das ist klar. Es gibt ein Protokoll, nach dem es ablaufen muss, es müssen sogar Fotos angefertigt werden, davor und danach. Also so wie Max jetzt gesagt hat, dass er am Bett sitzt und die Fotos ausbreitet und den Gefangenen wieder rausschickt, weil er sich die Fotos noch anschauen will. Das ist so ein klassischer Einzelfall. Also es kann gut, also ich will sie nicht absprechen, dass es so war. Ich glaube es ja schon, das war sicher so. Das kann auch gut sein, aber das sind Einzelfälle. Jetzt kann es natürlich sein, dass du unbedingt dein Handy brauchst, damit du mit deiner Freundin telefonieren kannst. Und ich habe es jetzt aus vielen Filmen auch schon gesehen, dass das ein oder andere Verhältnis zwischen Häftling und Beamten dann doch auch besser wird, je nachdem, was der Häftling an Kohle zum Beispiel hat. Und da würde es mich auch mal interessieren, Dieter, Thema Bestechlichkeit. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht bei größeren Häusern, wenn da über 100 Beamte oder über 150 Beamte herumlaufen, dass da vielleicht eine Ausnahme gibt, der vielleicht bestechlich ist. Das kann ich nicht sagen, das will ich auch nicht sagen. Aber Max wird sicher auch wissen, dass es wahrscheinlich so sein wird. Kann ich mir vorstellen. Egal, was du jetzt sagst, ich habe hier eine Kontrolle. Ja, richtig, richtig. Also ja. Ich kann es mir vorstellen, dass es so sein wird. Ich kann nur von meiner Sicht aus sagen, von meiner Sicht gibt es sowas nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es einen Einzelfall unter Tausenden gibt, der sowas macht, sage ich jetzt mal. Früher, so wenn du jetzt 20 Jahre zurückschaust, da ging es ja vor allem um schlimme Sachen. Was wollten die Leute haben? Heroin? Vielleicht sogar eine Waffe? Da sagt der Beamte eher nein. Aber jetzt ein Handy, so wo du dann sagst, naja, mein Gott, ja, das ist dann schon eher so ein bisschen... Das kann man eher nachvollziehen. Heroin möchte ich gar nicht in der Hand haben. Ein Telefon, ja mein Gott, das, ne? Also da ist die Hemmschwelle vielleicht ein bisschen... In Straubing zum Beispiel waren es Pornohefte. In Straubing ist Pornografie verboten. Und da gab es immer zwei, drei Beamte, die gesagt haben, gut, da bring ich den Leuten, die im Arbeitsbetrieb sind oder so, bringe ich dann halt zwei, drei Heftchen mit. Ja. Und da war dann auch jetzt nicht, dass da für ein Tausender gezahlt wurde oder so, sondern es war dann eher so auf Gefallenbasis. Aber ne, da siehst du diese Grenze. Also Heroin hätten dieselben Beamten auch nicht gebracht, aber das ist so, na komm. Und das Ding ist ja auch, wenn du jetzt kommst und du bist nett und positiv gestimmt und du hast eigentlich eher eine soziale Ader und so, und dann ist mal so ein Fall zum Beispiel, das Allerkrasseste, finde ich, was bei uns mal passiert wäre, wäre dann, okay, meine Großmutter ist gestorben und der weiß, ich darf auf keinen Fall telefonieren, in Straubing darf niemand telefonieren und der lässt mich jetzt telefonieren. Und jetzt ist was bei Gefangenen natürlich, das ist dann die Schuld der Gefangenen, aber was passiert? Der Gefangene, den er telefoniert hat, lassen, erzählt seinem Kumpel. Der Kumpel erzählt seinem Kumpel. Der Kumpel kommt zum Beamten und sagt, Mensch, bei mir ist auch so ein schlimmer Fall, können Sie eine Ausnahme machen? Mhm. Jetzt macht er die Ausnahme, später kommt raus, der andere hat nicht mal meine Mutter. So, ne, wie er angerufen hat, war jemand ganz anderes. Was ist passiert? Das Vertrauen, das der Beamte in den Gefangenen gesteckt hat, ist zerstört. Und jeder Beamte wurde schon mal so von irgendwem belogen. Mhm. Das ist so. Du kriegst Lügen erzählt, natürlich. Ist das so? Es ist natürlich auf jeden Fall so. Und deswegen mache ich für mich persönlich klar, dass ich gar keine Ausnahmen mache. Also mir ist es vollkommen egal, wie sympathisch mir der ist, wie hilfsbereit, freundlich, was auch immer die sind. Es ist mir vollkommen egal, wenn die was von mir wollen, was sie nicht dürfen, sage ich einfach strikt nein. Ich meine, bei uns gibt es sowieso die Möglichkeit, dass man telefonieren kann, also nicht so wie in Straubing. Natürlich gibt es Situationen, wo es ihnen verboten wird, wenn sie zum Beispiel in der besonderen Zelle sind, da wo ihnen bestimmte Vergütungen entzogen werden. Das gibt es dann schon, dass sie nicht telefonieren dürfen. Aber das weiß dann auch jeder. Also wenn der in so einer besonderen Zelle eingesperrt ist, da weiß auch jeder, dass der nicht telefonieren gehen darf. Und da würde auch niemand auf die Idee kommen, ja komm, ich hol dich raus, gehen wir telefonieren. Okay. Das würde bei uns halt niemand machen. Ist das dieses Loch? Weil es gibt so aus Filmen. Gibt es den? Gibt's den? Bunker, also, ja, wo dann es. Nur so ein ganz kleiner Schlitz Licht überhaupt reinfällt und so. Und das, also es stinkt. Also Licht also gar kein Licht. Nein, aber das ist halt ein Fenster. Aber also es gibt vielleicht, also Bunker gibt es vielleicht schon. Vielleicht auch in älteren Anstalten, das kann schon sein. Bei uns ist es im Prinzip ganz einfach. Es ist einfach von außen ein normaler Haftraum. Also es ist genau die gleiche Tür wie alle anderen auch. Nur wenn du reingehst, hast du nicht einfach die Tür, die du aufmachst, sondern du hast hinter der Tür noch ein Gitter. Das musst du noch separat extra aufmachen. Dann werden ihm viele Sachen entzogen. Also er muss sein Gewand ausziehen und er bekommt von uns ein Nachthemd, so ein reißfestes, damit er sich nicht selber verletzen kann damit. Er hat nur eine Matratze dann mit also Deckenüberzug und Polster eben. Und das Klo ist auch so hinein installiert in den Haftraum, dass er es nicht zerlegen kann. Also er kann dann nicht irgendwie den Klodeckel rausreißen und irgendwie randalieren da drin. Das ist alles so vorbereitet, dass eben besonders aggressive Insassen, die halt gewalttätig werden, dass die sich da unten also in diesem besonderen Raum quasi beruhigen können. Es ist was sehr beruhigend ist natürlich, wenn du in einen leeren Raum gesperrt wirst, ohne alle deine Sachen. Richtig, warst du mal in so einem Bunker? Natürlich. Innerhalb von 3 Minuten will ich alle umbringen.
Also meine Wut sinkt nicht, meine Wut steigt. Wie lange ist Maximum bei euch? Ich glaube, 7 Tage sind es normalerweise, wo wir sie drin behalten dürfen. Und darüber also alles, was darüber hinausgehen würde, muss dann der Richter quasi entscheiden. In Bayern sind es 28 Tage. 28, und das ist natürlich, okay. Du bist danach, also das ist eine lange Zeit. Wenn du jetzt jemanden, der super viele Probleme hat, super viel Wut hat, super viel Aggressivität hat, alleine lässt, wo soll er jetzt freundlich werden dafür? Ja. So, und das ist tatsächlich, ich habe ja auch oft gesagt, ich bin als Gangster rein, so, als Krimineller, und ich bin als Terrorist raus. So, also ich hatte so einen Hass teilweise. Ich war auch öfter mal im Bunker wegen komischer Sachen. So einmal positiv auf Alkohol. Ich habe in meinem Leben noch nie Alkohol getrunken. 3 Tage Bunker gemacht. So, und dann kam raus, ja, es kann vom Orangensaft gewesen sein. Ja, von so, den Gären. Bei der B-Probe. Ja, aber ich sitze 3 Tage in einem leeren Raum und weiß, ich habe nichts getrunken. Ich finde diese Frage super, super schwer, weil auf der einen Seite, ne, habe ich verstanden, so, du schickst da viele rein, die sich, wie du gesagt hast, nicht benehmen können. Genau, und einige kommen dann auch wieder raus und sagen, okay, hat mir gut getan, jetzt bin ich wieder runtergefahren und alles ist cool. Jetzt verstehe ich aber auch so die Erklärung, die Maximilian da bringt. Das verstehe ich auch, ja. Wie soll ich denn lernen, da besser zu werden. Und da bin ich auch mal gespannt auf die Meinung der Zuschauer. Was ist da der richtige Weg? Was sind aus eurer Sicht so die Argumente dafür und dagegen, wenn jemand sagt, er kommt als Straftäter rein, aber geht als Terrorist raus, ist das ja eigentlich nicht das, was wir erreichen wollten. Umgekehrt braucht es aber irgendwie irgendeinen Ort, weil, ne, der Mann war damals eine Gefahr. So ich, richtig, bin, ja. ich sage auch ganz klar, du, die Isolation ist meiner Meinung nach Folter. So, Isolation gehört abgeschafft. Auf der anderen Seite brauchst du eine Möglichkeit, jemanden, der eine Gefahr für andere ist, zu trennen. Genau, richtig. Es geht jetzt nur wieder um die Form der Unterbringung. Wieso muss derjenige, der getrennt wird, es möglichst schrecklich haben? So, weißt du? So, hinter das Gitter, da ist diese, also du musst dir vorstellen, die Tür, dann kommst du rein, dann ist ein Gitter und in diesem Raum kann man ja nochmal, das ist, damit der dich nicht direkt angreifen kann, was bei einem normalen Haftraum möglich wäre. Genau. Hier könntest du einfach einen Fernseher stellen. Das Kernproblem ist einfach, wenn jemand Randale macht im Gefängnis, wo soll man in dem Moment mit ihm hin? Und wo hört quasi der Punkt auf, was man ihm für Vergütungen gibt? Weil wie du sagst, macht das Gitter zu, stellt dahinter einen Fernseher. Dann findet der eine Möglichkeit, dass er die Matratze beim Gitter durchschiebt und den Fernseher umstoßt. Gib ihm ein Buch. Das Buch zerreißt er. Du musst ihm ein neues Buch geben, zerreißt er wieder. So, wo magst du dann die Grenze, was geben wir ihm, was nicht? Und deswegen ist einfach der simpelste Weg, er kriegt gar nichts mehr oder nur noch das Nötigste, was er eben für Hygiene und seinen Alltag da drin braucht. Aber alles andere wird ihm entzogen, weil das einfach der sicherste Weg ist. Ich würde gerne mal über das Thema Gewalt sprechen. Gab es für dich auch mal den Moment, dass so ein JVA-Beamter dir gegenüber gewalttätig geworden ist? Ah du, ich bin windelweich geprügelt worden. Aber, also, ihr lacht darüber. Ja, in meinem Fall war es, also ich habe das nicht anders erwartet und wenn man so will, ich wusste auch, was kommt und die Reaktion ist verständlich, weil ich habe einen Ausbruch aus einer JVA versucht. Also ich habe versucht, über die Mauer zu kommen und das ist ja so ein bisschen, bis auf einen Angriff direkt auf einen Beamten ist das Schlimmste, was du machen kannst für eine Anstalt, weil danach ist nichts mehr wie vorher und dann ist Gewalteskalation passiert. Danach ist mir es nie wieder passiert. Also mir ist es nie einfach so passiert. Hast du mal so einen kompletten Plan durchgespielt und dann auch in die Tat umgesetzt für einen Ausbruch? Ja. Wie sah der aus? Ich war in Urhaft, ich war in Auslieferungshaft, also ich sollte ausgeliefert werden nach Deutschland. Ich wusste, mir war klar, danach ist mein Standing in der Anstalt ein komplett anderes. Also er kann mich danach nicht mehr behandeln, wie er mich davor behandelt hat. Wenn wir davor noch gescherzt haben und das und das und das, wirst du danach mich mit einem anderen Auge sehen müssen. Ne, nach einem Ausbruch. Das war mir klar und deswegen habe ich das in dem letzten Moment vor meiner Auslieferung durchgezogen. Also ich sollte am Mittwoch ausgeliefert werden und am Sonntag habe ich dann den Plan umgesetzt. Der Plan beinhaltete den Enterhaken und im Grunde wollte ich direkt über die Mauer. Das war ein Gefängnis mittlerer Sicherheitsstufe, würde ich heute sagen. Also es gab einen normalen Zaun, so 2 Meter hoch, einen anderen Zaun, der mit einem Klapp-NATO-Draht obendrauf. Das ist so, wie hoch sind die? 8 Meter? Ja, also bei uns sind es genau 8 Meter, soweit ich das jetzt weiß. Das sind ungefähr 8 Meter. Also und kann man auf jeden Fall nicht hochspringen. Und danach gibt es einen Grünstreifen und dann kommt die 8,20 Meter hohe Mauer. Und das Gelände war aber schwer einzusehen und ich hatte eigentlich gedacht, vielleicht kann ich vom Zaun zur Mauer springen. So, ich muss nur über diesen NATO-Draht und dann kann ich springen. Und dann irgendwann, also ich habe das dann durchgezogen und stand dann auch oben und es war halt 7 Meter Differenz oder so, das springt keiner. Und dann musste ich runter und dann wollte ich mit dem Enterhaken über die Mauer und das war auch die Stelle dann, wo ich geschlagen wurde. Weil als die Beamten, die kommen dann von den Außenseiten, die können mir nicht hinterherklettern. Ja, so das wusste ich auch. Ihr müsst durch die Tür kommen und dann müssen sie diesen Graben entlang laufen
auf dem normal nie ein Gefangener sein darf. So, das ist. Und dann hatte ich noch diesen Enterhaken so und hab den noch so gewedelt. Als Verteidiger? Als sie so kamen. Ich so, komm mir nicht zu nahe, so. Und hat, ja, hat mich wie ein Affe aufgeführt. So. Okay. Gibt's für dich mal irgendwie so eine Situation, wo du selber auch Hand anlegen musstest? Also ja, gab's definitiv. Ich meine jetzt nicht so extrem, wie Max sagt, dass eine Windel weggeprügelt worden ist. Das gab's bei uns zum Glück noch nicht. Es ist auch nicht vorgesehen, dass wir auf die Insassen einprügeln. Das ist abgesehen davon auch verboten. Also das ist strafbar, wenn wir einfach auf die einprügeln würden. Wenn wir einen Insassen haben, das hatte ich auch erst vor einem Monat circa, da hat auch ein Insasse eine Kollegin von mir angegangen. Da wollte er halt aufstehen und sie so stoßen und so in die Richtung und auch so ein bisschen einen Schlag andeuten, so auf die Art. Da greifen wir natürlich schon ein und fixieren ihn dann an Händen und Füßen zum Beispiel und nehmen ihn quasi, also halten ihn quasi stark fest. Und es ist erlaubt, dass wir auf die Extremitäten schlagen, also so Schläge auf Füße oder auf die Arme, da wo er sich eben wehren will, das ist schon erlaubt. Mit einem Stock oder mit den Armen, Händen, Fäuste? Normalerweise nehmen wir die Arme. Also normalerweise können wir halt, wenn wir mehrere sind, die so gut fixieren, dass da gar nichts mehr passiert. Im schlimmsten Fall müssen wir mit dem Stock das machen, aber das wird normalerweise so gut wie nie vorkommen. In den meisten Fällen sind so viele Beamte gleich vor Ort in so einem Szenario, dass man das gar nicht benötigt. Das heißt, da packt einer den rechten Arm, einer den linken Arm, der andere packt ihn von hinten so am Hals und dann bleibt er da erstmal kurz ein, zwei Minuten, bis er sich so halbwegs beruhigt und dann wird weiter verfahren mit ihm. Aber so, dass man sich das wie in Filmen vorstellt, dass da einer am Boden liegt und da stehen fünf Beamte, die auf ihn eindreschen, das spielt es eigentlich nicht. Ich will niemandem nichts anschuldigen, oder so, aber es passiert natürlich so. Also es gibt Gewalt. Ich empfehle jedem Gefangenen, sich einfach in der Situation nicht zur Wehr zu setzen, sondern zu kooperieren. Das ist einfach so, ja. Du kannst nur verlieren. Du kannst nur verlieren, es werden immer mehr kommen und ja, am Schluss kriegst du eine Anzeige halt. Wurdest du selber mal angegriffen, vielleicht auch verbal? Verbal ja, geschlagen noch nicht in dem Sinne. Also ich wurde es noch nicht geschlagen, also ich wurde schon so ein bisschen gestoßen, kann ich jetzt mal sagen, oder so nach dem Motto zur Seite schieben oder so, was willst du. Aber so richtig geschlagen mit der Faust noch nicht bisher, aber verbal wurde ich oft angegriffen, also das passiert sogar relativ oft. Scheiß Beamter, was noch relativ harmlos ist, sage ich jetzt mal, geht hin bis zu, ja, ihr scheiß Nazi-Schweine, haben wir auch schon öfters gehört. Das ist der Klassiker. Also wenn irgendein ausländischer Insasse etwas nicht tut, was wir ihm sagen, und wir ihn müssen quasi dazu bringen oder wir fordern ihn mehrmals darauf auf, das zu tun, und dann müssen wir vielleicht ein bisschen Gewalt anwenden für diese Situation, dann macht er das. Dann machen wir die Tür zu und beim Zumachen, scheiß Nazi-Schweine. Ne? Und was passiert denn bei, so auf der normalen Straße draußen, wenn ich das jetzt zum Polizisten sage, wenn ich das zu irgendeinem Fremden sage, dann kann ich dafür natürlich eine Anzeige kassieren. Ist richtig, genau. Also in dem Sinne wird es dann in die Richtung Beleidigung gehen. Es liegt dann im Prinzip fast schon im Ermessen des Beamten. Also wenn mir jetzt zum Beispiel jemand Nazi-Schwein hinterherruft, oder sage ich jetzt mal, er sagt so ganz leise, während ich die Tür zumache und es ist keiner da, dann würde ich mir denken, ja komm, scheiß drauf, ist den Aufwand jetzt nicht wert. Aber wenn wir da jetzt so zu dritt vielleicht eh schon da was machen bei dem, weil der halt nicht kooperiert mit uns und dann brüllt er jeden an, beleidigt jeden als Rassisten, Nazi-Schwein und alles Mögliche, dann bekommt er natürlich auch eine Anzeige, das ist vollkommen klar. Okay, also eure Rechte werden dann logischerweise auch geschützt. Ja, richtig. Gibt es denn auch diese Massenschlägereien, die man aus Filmen kennt? Ist das so real? Dass dann, weiß ich nicht, die eine Crew beim Freigang die andere Crew angreift oder... In Straubing gab es einen Mord zu der Zeit, als ich da war und das war eine Riesensache, da waren 30 Leute in dem Raum. Das Problem ist aber, wenn du auf so engem Raum zusammenleben musst, ne, dass manche Dinge einfach noch schwerer zu klären sind als draußen. Ja, es kommt auf jeden Fall zu extremen Anspannungen und das auf beiden Seiten. Mhm. Bei dir hast du gesagt, es ist sogar mal zu einem Mord gekommen. In Straubing wurde ein Freund von mir ermordet, ja. Ach, war sogar ein Freund von dir? Das war ein sehr enger Freund von mir. Ich war ein Jahr lang mit ihm in Zelle. Wie ist es dazu gekommen? Es ist ein Streit, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Also es ist keine persönliche Sache, sondern es war Business. Okay, aber es zeigt, wie weit das theoretisch auch noch gehen kann. Gerade in solchen Anstalten wie Straubing, also Hochsicherheitsgefängnissen, hast du enormes Potenzial für Gewalt, hast aber gleichzeitig auch extrem hafterfahrene Gefangene, die wissen, okay, ey, wenn ich dir ein bisschen Ohrfeige gebe in der Öffentlichkeit oder wenn jetzt so, und dann ist oft diese so, oder was heißt oft, tatsächlich passiert monatelang gar nichts. Und dann spürst du schon so ein bisschen so, okay, irgendwie, jetzt wird's komisch so. Jetzt sind die Leute, sind jetzt immer im Hof, die sind nie im Hof. Irgendwie irgendwas verändert sich so und verschiebt sich und dann explodiert es auf eine sehr radikale, schnelle Art.
wenn du weißt, was Menschen wie Maximilian damals irgendwie über dich und deine Kollegen dann auch denken und wie viel Ablehnung da teilweise herrscht. Mhm. Warum hast du dich gerade für diesen Beruf entschieden? Also, und was sind so deine Ziele dabei? Im Prinzip ist es einfach so, mein Hauptziel war es, also ich habe vorher in der Apotheke gearbeitet, das heißt, ich hatte viel Kundenkontakt, wo ich auch ein sehr freundliches Auftreten hatte natürlich und auch ein hilfsbereites Auftreten. Und ich habe mir immer gedacht, ich will was anderes machen. Und mein Vater und mein Großvater haben mich auch schon ein bisschen so in die Richtung, ich sage jetzt nicht gedrängt, aber sie haben es mir nahegelegt. Und ich habe mir immer gedacht, ich schaue mir das mal an, weil so mit Menschen zusammenarbeiten grundsätzlich, die halt, jetzt sage ich jetzt mal, nicht der Norm entsprechen, also nicht ein normaler Bürger, sondern eben Gefangene, die halt abseits der Norm sind, hat mich schon immer ein bisschen interessiert. Und ich habe mir als Ziel genommen, ich will in so einem Gefängnis arbeiten, weil ich persönlich das Gefühl habe, dass ich auf die Insassen eine beruhigende Art habe und die einfach zu besseren Menschen machen kann. Und wenn es jetzt nur, wenn ich jetzt der Einzige wäre, der das von 100 Beamten, bin ich vielleicht der Einzige, also ist nicht der Fall, aber wenn es so wäre, dann kann ich wenigstens für mich sagen, ich versuche das System zu verbessern. Warum System verbessern? Das heißt ja, also, oder weißt du, weil wenn du sagst, das System verbessern, dann ist dir bewusst, dass das System nicht in Ordnung ist. Das System mit Gefängnissen ist leider, ich kann es nicht anders sagen, es ist halt ein veraltetes System. Das gibt es auch viele Reportagen. Also ich habe unzählige Reportagen geschaut über Gefängnisse weltweit, Gefängnisse in verschiedenen Ländern, was auch immer. Und wenn die immer sagen, Gefängnisse sind ein veraltetes System, dann schaue ich mir das an und denke mir so, in gewisser Weise stimmt das, aber es gibt halt auch keine richtige Alternative. Denn die Gefangenen fragen uns auch immer, hey, was bringt das, ihr sperrt uns da ein und nach 2 Jahren kommen wir wieder raus, machen denselben Blödsinn wieder. Da denke ich mir so, ja, aber es gibt halt keine Alternative dazu. Denn Todesstrafe gibt es bei uns nicht. Ich meine, die gibt es ja, glaube ich, in Amerika noch und in manchen anderen Ländern. Funktioniert gar nicht. Funktioniert gar nicht. In Amerika ist ja alles noch viel schlimmer mit Gewalt. Also von daher geht das sowieso nicht. Bin ich auch komplett dagegen, abgesehen davon. Es gibt kaum ein System, wo ich sage, ja, das wäre gerecht allen gegenüber. Weil erstens, es muss gerecht sein, der Strafe angemessen. Es muss auch für die Opfer, beziehungsweise für die Hinterbliebenen der Opfer, wenn zum Beispiel jemand ermordet wird, muss das ja auch in gewisser Weise gerecht sein. Was wäre, wenn Österreich beschließen würde, die Todesstrafe einzuführen? Würdest du kündigen? Das ist eine wirklich schwierige Frage, weil das habe ich mir tatsächlich noch keine Gedanken gemacht. Das würde halt darauf ankommen, wie die Todesstrafe ausschauen würde bei uns. Wäre das dann zum Beispiel... Nein, ich meine, ja, schon klar. Aber ich meine, ob das zum Beispiel in unserem Gefängnis dann abgehalten werden würde. Weil ich nein, bin ja, wie weil gesagt, du bist U-Haft. Genau, eben deswegen, ich bin in U-Haft. Das heißt, bei uns wird sowas ja gar nicht geben. Das heißt, wenn ich jemanden reinbekomme, der wegen Mordes verurteilt wird und ich weiß, der wird die Todesstrafe jetzt erhalten und kommt dafür in ein anderes Gefangenenhaus, wo er eben in den Todestrakt kommt, kann ich für mich persönlich ja sagen, ich habe mit dem nichts mehr zu tun. Ja, ich weiß, was du meinst. Lass ich dir nicht. Ja, ich weiß. Du weißt, ich bin in dem System drinnen und ich arbeite ja für das System. Ich persönlich kann für mich die Linie ziehen im Sinne von, der hat ein Verbrechen begangen, der ist rechtmäßig verurteilt worden, der kommt in ein anderes Gefängnis noch dazu und wird dorthin gerichtet. Ich würde es natürlich nicht gut finden, weil ich bin komplett gegen die Todesstrafe, weil es in meinen Augen erstens nichts bringt und zweitens, man kann es nicht rückgängig machen, weil teilweise findet man nach 5 Jahren heraus, dass der unschuldig war oder nach 10 Jahren teilweise. Also da bin ich komplett dagegen. Aber ich persönlich muss sagen, die Position, in einem Gefängnis zu arbeiten, ist eine sehr gute Position. Man verdient gutes Geld, man ist nicht so leicht zu kündigen wie in der Privatwirtschaft, weil alleine schon wegen Corona, viele verlieren ihren Job wegen der Pandemie. Also von daher, ich muss dir ehrlich sagen, es wäre schrecklich für mich persönlich, aber ich würde den Job trotzdem nicht hergeben. Also ich finde es super. Ich muss ganz kurz sagen, ich finde, das ist eine verdammt ehrliche Antwort. Das ist eine hammer-ehrliche Antwort. Ja. Der ist ja auch in Ordnung. Ja. Ist ja auch in Ordnung. Nur kann ich ihm das nicht durchgehen lassen, weil so habe ich Drogen verkauft. Genau mit der einen, also es ist ja jetzt nur eine hypothetische Frage, aber genau so habe ich ja Drogen verkauft. Ich habe gesagt, naja gut, weil es da irgendeinen Junkie gibt, den sehe ich doch nicht. Ob da irgendeiner an Heroin dran stirbt, ist doch mir egal. Ich gebe 1 Kilo zu jemandem, der 1 Kilo kauft. Der Typ ist vollkommen in Ordnung, fährt sogar einen Benz, dem geht's gut. Wisst ihr? So nur zu sagen, ja, ich mache das ja dann nicht. Also ihn nicht festzuschnallen, aber ihn zu verwahren, bis er festgeschnallt wird. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber die Situation nicht ist, ich würde mich bei dir melden, wenn die Todesstrafe in Österreich eingeführt wird. Und ich müsste dich aus diesem Job rausquatschen dann. Aber bis dahin finde ich schon mal danke für diese ehrliche Antwort. Weil das ist ja so, das ist die Frage. Das ist ja diese Frage, die ich mir immer stelle. Würdet ihr alle Uniformen tragen? Egal, was da drauf ist. Und das müssen wir uns gerade in diesem Land immer wieder fragen. So, wo ist die Grenze, wo wir sagen, es ist nicht okay? Und ich sage dir jetzt noch mal eine andere Grenze und das, was wir ändern könnten im Gefängnis. Warum sperren wir Leute ein, die ein Drogenproblem haben? Wie viele Leute sitzen wirklich, weil sie echte Monster sind, die wir trennen müssen? Und wie viele Leute sitzen eigentlich, weil sie arme Würstchen sind, die in dieser kapitalistischen Gesellschaft nicht zurechtkommen? Muss ich dir zustimmen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das habe ich mir früher auch schon immer gedacht, warum Leute wegen Drogen, also man kann Drogen jetzt nicht pauschalisieren, aber ich denke mir immer, warum wird jemand eingesperrt, weil er zum Beispiel jetzt 10 Gramm Marihuana seinen Nachbarn, sage ich jetzt mal, gegeben hat oder einen guten Kumpel. Jetzt wird der deswegen vom Bahnhof abgezogen und wird eingesperrt. Da denke ich mir persönlich auch immer, das ist der falsche Ansatz von dem her. Ich würde es persönlich so machen, dass die Leute, die wegen Drogen eingesperrt werden würden, dass die stattdessen einfach direkt eine Therapie machen müssen. Und nur wenn sie die Therapie verweigern, dass sie dann eingesperrt werden. Aber ich finde, das ist zum Beispiel schon ein sehr schöner Schritt aufeinander zu, weil ich glaube, da seid ihr euch total einig. Ich bin mal gespannt, was die Zuschauer darüber denken, ob ihr so eine Lösung irgendwie befürworten würdet, dass es viel mehr Therapieangebote gibt, als Strafe für Delikte, die irgendwie, wo andere nicht unbedingt so zu Leid gekommen sind. Jetzt habe ich noch eine Frage an euch beide. Inwiefern glaubt ihr, kann ein Mensch in der Situation eines JVA-Beamten die Zukunft eines Inhaftierten mitbestimmen und vielleicht sogar verbessern? Solange ich euch als Feind sehe, könnt ihr mir nicht helfen. Richtig. So, das ist nicht möglich. Insofern muss alles getan werden, damit dieses Wir-gegen-die-Denken nicht stattfindet. Und vielleicht kommt da auch nochmal der Gedanke, was denn sonst? Was können wir tun? Ja, wir können weggehen davon, das Gefängnis als ultimative Strafe zu begreifen und versuchen, das als eine Chance auch zu verkaufen, dem Gefangenen. Und dafür muss der erste Schritt muss aus der Gesellschaft kommen, dass wir sagen, na gut, der hat mir Unrecht getan, ich will, dass der leidet. Davon müssen wir weg. Wie groß ist denn die Chance in Wirklichkeit? Also du wirst dann nach 9,5 Jahren, wie wirst du denn darauf vorbereitet? Das kommt drauf an so. Es kommt auf die Anstalt an. Wie wurdest du darauf vorbereitet? Ich wurde nicht darauf vorbereitet. Also ich wurde aus dem Bunker entlassen. Ich habe am Schluss noch mal 2 Wochen schönen Arrest gemacht. So. Und bin direkt entlassen worden. Das war da super. Ich konnte meine Sachen nicht mehr verschenken oder so, gar nichts. Also die Idealvorstellung ist ja, dass so wenig wie möglich Leid während der Strafe zu den Gefangenen zugefügt werden muss. Und davon sind wir halt leider noch weit entfernt. Ich glaube, Beamte können vor allem halt als Vorbilder dienen. Da müssen wir aber auch noch ein bisschen was wieder am Beamten ändern. Es dürfen nicht nur, schau mal, wer darf Beamter werden? Reines Führungszeugnis, all diese Dinge. Richtig. Es müssen Leute wie ich in Gefängnisse kommen, damit der Gefangene sehen, weil was kann ich mir von dir Vorbild nehmen? Du hast keinen Eintrag im polizeilichen Führungszeugnis. Richtig. Ich kann nur sehen, das, was er hat, kann ich nie haben. Vielleicht braucht es eine Mischung. Also eine Mischung. Eine Mischung ist auf jeden Fall gut. Ich glaube, eine Mischung ist gut, weil wenn nur Leute wie du da sind, dann glaube ich, dass halt, also du bist ein Glücksfall, wirklich, du bist mein liebster Ex-Straftäter überhaupt. Danke sehr. Weil so viel Gutes daraus machen, das kommt halt selten vor. Aber umgekehrt gibt es halt auch unfassbar viele, die rückfällig werden und so eine Anstalt, die verleitet vielleicht auch dann zu etwas. Deshalb, glaube ich, geht es halt in so eine Richtung, dass wir sagen, okay, wir stecken dort nur Menschen in die Position, die selber noch nie was Krummes offiziell getan haben. Vielleicht mal über Rot gefahren sind, aber so von dem Level her, nur dass du sagst, okay, ich kann damit aber wenig anfangen, ist halt auch ein wichtiger Punkt. Und vielleicht müsste da so ein vielleicht Coaching stattfinden. Oder weißt du, was es ist? Das hier ist es. Das hier ist ein Anfang. Ich glaube auch ganz, ganz fest daran. Und ihr habt jeder einen sehr eigenen Lebenstraum in der Hinsicht. Und trotzdem tragt ihr aber von eurer Seite aus jeder dazu bei, dass genau dieses System, was vielleicht so seine kleinen Macken hat oder auch größere Macken hat, von einzelnen Menschen immer noch verbessert werden kann und auch zu etwas Gutem werden kann. Ich möchte jetzt noch mal kurz den Raum eröffnen, wenn ihr das Gefühl habt, irgendeine Frage noch an den Gegenüber zu haben. Irgendwo so eine Schnellfragerunde, wo es vielleicht auch nur ein Ja oder ein Nein drauf gibt, aber irgendwas, wo ihr denkt, boah, das muss noch raus. Eine Sache, die du direkt ändern würdest, wenn du zaubern könntest, weil die mit Haft und deinem Job zu tun hast. Ich glaube, das wäre wirklich das, wo wir vorgesprochen haben mit den Drogen. Das wäre, glaube ich, das, was ich am ehesten ändern würde, weil ich persönlich es auch nicht einsehe, wenn Leute teilweise Jahre eingesperrt werden, weil sie immer wieder mit Drogen in Kontakt kommen. Wollen wir Ersatzfreiheitsstrafen noch mit reinnehmen? Bitte? Ersatzfreiheitsstrafen gibt es in Österreich gar nicht. Also Ersatzfreiheitsstrafen. Wollen wir die noch mit reinnehmen? Ersatzfreiheitsstrafen. Wenn wir die noch mit reinnehmen, dann haben wir den gleichen Traum. Ganz kurz zur Erklärung, das ist, wenn man zum Beispiel schwarz fährt und das Geld nicht bezahlen kann. Bam. Wenn wir diese beiden Dinge, Drogen und Geld. Und ich meine jetzt bei Geld, dann kommen mir die Leute auch wieder, ja, der Betrüger, der betrüge ja jeder eine Million. Nein, den meine ich nicht. Ich meine die nicht zahlen können. Und das ist dieses Argument, dass Leute dann ja, wenn man dafür nicht mehr ins Gefängnis, dann würde ja keiner mehr zahlen. Das sagen nur Leute, die noch nie in dieser Situation waren. Weil wie schrecklich das für einen selbst ist, wenn man seine
wenn man etwas nicht bezahlen kann. Das alleine ist schon so unangenehm. Und dann hätte man nämlich mit den Ressourcen, die übrig sind, richtig, die Möglichkeit, die Haft für alle anderen krasser zu gestalten. Richtig. Weißt du, dann hättest du nämlich genügend Beamte, genügend Platz, genügend, ja, Ding. Das sage ich aber auch immer, wenn man die ganzen Drogengeschichten rausnehmen würde, würden wir das Gefängnisnetz entlassen, ja, die Polizei würden wir entlassen, ja, oh Gott, den Staat per se. Stell dir mal vor, was die alles machen könnten. Ja, wir könnten so viel Geld einsparen, so viel Ressourcen einsparen und die Ressourcen in andere Dinge investieren, die mehr Sinn machen würden. Also jetzt haben wir mal hier ein paar Vorschläge gesammelt. Ich muss auf jeden Fall sagen, ich bin da mega, mega stolz, sowohl auf dich, der ein inneres Lächeln irgendwie auch jetzt hier in dieses Video sogar noch trägt, weil er da mal einem Menschen irgendwie so einen Weg in eine bessere Zukunft ebnen konnte durch seinen Job, und sowieso auch auf dich, der sagt, okay, das, was damals war, war damals, und ich nutze das heute, um genau solche Orte aufzusuchen, um darüber zu sprechen und Menschen da draußen nochmal so einen Einblick da reinzugeben. Ich habe super, super viel gelernt von euch beiden, bin euch total dankbar, bin auch gespannt, was die Zuschauer dazu sagen, aber ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, dass ihr den Weg auf euch genommen habt hierher, und ich sage auch danke. Wir dürfen jetzt noch einmal winken in die Kamera, uns verabschieden, und hier sind noch irgendwo zwei Videos eingeblendet. Sucht euch eins aus. Bis zum nächsten Mal. Also, ciao. Tschüss.